Am Anfang war alles so schön. Es war alles so gut. Ich habe geglaubt, das ist anders. Dann haben wir geheiratet. Gleich danach war er ein anderer Mann. Er war völlig verändert. Ich verstehe nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, was da passiert ist. Ich wollte ausbrechen. Ich wollte flüchten. Er hat mir alles genommen. Ich konnte nicht. Und dann, wie ich dachte, ich kann endlich weg. Ich wollte nur mehr, dass es aufhört. Die einzige Möglichkeit war, aus meinem Körper zu flüchten. Das war nicht mehr mein Körper. Das bin nicht ich. Das passiert nicht mir. Das bin nicht ich. Das bin nicht ich.
Zu Hause sollte ich mich geborgen fühlen. Zu Hause. In meinen eigenen vier Wänden. Zum Schluss habe ich mit dem Messer unter meinem Kopfpolster geschlafen. Aus Angst. Der gefährlichste Ort für eine Frau? Ist die eigene Wohnung. Femizid in Österreich, 8.11.2019. 40-jährige Aurelia S. in Amstetten erstochen. Ehemann festgenommen. Neunter 9.01.2019. 50-jährige Silvia K. in Kumbach erstochen. Ex-Lebensgefährte festgenommen. 25-jährige Eros E. am Wiener Hauptbahnhof erstochen. Bruder festgenommen. 21.01.2019. 32-jährige Zemire K. in Tulln am Parkplatz eines Supermarktes erstochen. Gewaltbekannter Ehemann festgenommen.